Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute mal wieder ein paar Basics zeigen, die jeder Fußballer beherrschen sollte. Viele von euch wollen ja direkt die Tricks von Neymar und Mbappé und so weiter lernen. Wir sind aber der Meinung, dass man immer mal wieder auch die Basics trainieren muss. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Dieser Trick ist einer der beliebtesten und effektivsten Skills für das 1 gegen 1. Es ist der doppelte Ausfallschritt. Bei diesem Skill dribbelst du auf deinen Gegner zu und tust so, als wenn du zu einer Seite weggehst, indem du dein Körpergewicht verlagerst. Dann machst du das gleiche auf der anderen Seite. Dein Gegner wird die Bewegungen mitmachen. Dieses Momentum nutzt du aus und nimmst den Ball mit der Außenseite explosiv auf der Seite an ihm vorbei mit, wohin du die Körpertäuschung als erstes gemacht hast. Dieser Trick wird auch Chop oder Ronaldo Chop genannt und sehr gerne auf den Flügelpositionen angewendet. Du kannst dir vorstellen, dass du mit dem Ball an der Seitenlinie entlangläufst und dein Gegenspieler dich auf der Innenbahn attackiert. Um dann möglichst schnell an ihm vorbei in die Mitte zu ziehen, spielst du dir den Ball im Sprung mit der Innenseite hinter deinem Sprungbein entlang. Denke an den Antritt nach der Finte. Dieser Trick wird auch Croqueta genannt und von Ex-Barca-Spieler Andres Iniesta gerne und häufig angewendet. Du kannst diesen Trick aus der Bewegung oder aus dem Stand heraus machen. In beiden Fällen befindet sich der Gegner vor dir. Du springst bei ausreichend Abstand zum Gegner ein bisschen zur Seite und ziehst den Ball mit einer Innenseite möglichst parallel rüber auf die andere. Dann nimmst du den Ball mit dem ersten Kontakt explosiv mit in die Bewegung. Auch dieser Skill ist sehr einfach und gehört zu den Körpertäuschungen. Du dribbelst auf deinen Gegner zu und machst, von dir aus gesehen, vor dem Ball einen Überkreuzschritt, um deinen Gegner zu täuschen. Damit der Trick klappt und der Gegenspieler die Bewegung mitmacht, musst du deine Hüfte richtig eindrehen. Dann nimmst du den Ball mit der Außenseite mit und gehst mit einem Antritt an deinem Gegner vorbei. Bei diesem Trick werden zwei Skills miteinander kombiniert, nämlich der klassische Übersteiger und die Schere. Du täuschst deinen Gegner bei diesem Trick also zweimal. Du dribbelst auf deinen Gegner zu und machst einen Übersteiger, indem du den Ball mit deinem Bein von innen nach außen umkreist und dein Körpergewicht verlagerst. Dann führst du dein Bein noch einmal von außen nach innen um den Ball und verlagerst auch hier dein Körpergewicht, damit der Gegner denkt, dass du doch noch zur anderen Seite weggehst. Diesen Moment nutzt du aus und nimmst den Ball mit der Außenseite am Gegner vorbei mit. Denke an den Antritt nach der Finte.